Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist Gott mitten unter uns. Und ja, wir sind zu zweit. Ich hier in der Kirche und du zu Hause, im Wohnzimmer, am Küchentisch, im Homeoffice vielleicht. Ungewohnt und neu für uns beide. Ein Virus verändert gerade unser Leben. Uns wird empfohlen, unsere sozialen Kontakte zu verringern, und das ist richtig und wichtig. Das heißt aber auch, dass ich einsamer werde. Ich bin mehr zu Hause und mehr mit mir alleine beschäftigt. Einer trage des anderen Last. Ein Spruch aus der Bibel, der mir gerade weiterhilft, weil ich eben nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ich versuche da zu sein für andere Menschen. Per Videokonferenz, per Telefon und per Mail. Mir wird anvertraut, was die Menschen belastet. Und dann schultern wir es gemeinsam. Ein Stück der Last wird abgegeben. Wenn du dir vorstellen kannst, für jemanden einzukaufen, den Hund Gassi zu führen oder einfach ein Telefonat mit jemand Fremden zu führen, dann melde dich bei uns. In den kommenden Wochen wird es einige Menschen geben, die gut Unterstützung gebrauchen können. Du und ich, wir sind damit ansprechbar. Ich sorge aber auch für mich. Ich spreche Menschen an, um mit ihnen gemeinsam über meine Sorgen und meine Ängste zu sprechen, damit ich in dem Ganzen nicht verloren gehe. Einer trage des anderen Last. Und wir sind nicht allein mit unseren Sorgen und Ängsten. Wir unterstützen uns gut. Und wenn es mal so ist, dass gerade niemand da ist, der mir zuhören kann, dann nehme ich eine Kerze und zünde sie an. Ich werde einen Moment ganz still und gönne mir Zeit mit Gott, Zeit für mich. Eine Zeit, in der ich Verunsicherungen und Sorgen loswerden kann. Vielleicht auch Dinge, die ich anderen Menschen gar nicht anvertrauen möchte. Gott ist da. Gott ist ansprechbar. Er hat es mir versprochen für mein Leben. Und darauf vertraue ich jetzt.